Hallo, mein Name ist Knut Detlefsen und ich leite das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung in Washington, D.C. Ich möchte euch einladen zu einer Diskussion in unserer neuen digitalen Dialogserie. Wir wollen heute diskutieren, wie sich die Corona-Krise auf die amerikanische Wirtschaft, aber auch auf die amerikanische Gesellschaft auswirkt. Anfang des Jahres hatten wir eine Situation, die ein sehr optimistisches Szenario für die Entwicklung der Wirtschaft erwarten ließ. Wir hatten Wachstum von über 2%, neue Jobs entstanden, neue gute Arbeitsplätze entstanden und die Arbeitslosigkeit erreichte einen Tiefstand. Man könnte also meinen, die USA wären bestens vorbereitet gewesen auf die Pandemie, die wir jetzt erleben. Aber weit gefehlt. Es war anders. Denn die USA haben ein löchriges soziales Sicherungssystem. Die zentralen Risiken wie Krankheit und Arbeitslosigkeit sind eben nicht gut abgesichert für die meisten Amerikanerinnen und Amerikaner. Und wie gehen die USA jetzt mit einer Situation um, wo wir über 26 Millionen neue Arbeitslose haben und eine Situation, in der bereits 27 Millionen Nichtversicherte sehen müssen, wo sie bleiben und 10 Millionen womöglich weitere Nichtversicherte hinzukommen. Das wollen wir in der kommenden Stunde diskutieren. Einerseits mit Christian Weller, der seit 30 Jahren als Wissenschaftler und Politikberater in den USA tätig ist. Er ist Professor in Boston. Aber er arbeitet auch als Senior Fellow für die Denkfabrik Center for American Progress. Außerdem ist meine Kollegin Luise Rürup aus New York dabei, die genau beobachtet, was in New York im Zentrum der Krise, im Zentrum der Pandemie passiert und sehr genau beobachtet, wie dort mit der Krise umgegangen ist und wie es auch die Gesellschaft verändert. Und zu guter Letzt werde ich auch noch eine politische Einschätzung geben, insbesondere dazu, wie das Ganze auch den Wahlkampf, der in diesem Jahr stattfindet, beeinflussen wird. Ich hoffe, euch gefällt die Diskussion. Wenn sie euch gefällt, hinterlasst gerne Kommentare in der Kommentarspalte. Vielen Dank für euer Interesse. Noch einmal hallo aus Washington, D.C. Ich sitze in dem Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung in Washington, D.C. Wir haben das Homeoffice flexibel gestaltet. Das heißt, also wir dürfen auch ab und zu selbstbestimmt ins Büro gehen. Und in etwa ist wahrscheinlich so auch die Lage in den USA, dass sie eben unübersichtlich ist und dass es verschiedene Wege gibt und widersprüchliche Ansätze gibt, um mit dieser Krise umzugehen. Vielleicht fange ich an mit einem Zitat von Joe Biden, dass er gerade getwittert hat, unlike the current president, I believe in science and not in fiction, and I will put science over fiction. Also insofern, so findet der Wahlkampf statt, digital, aber im Grunde genommen, was das eigentlich Interessante ist, ist ja, dass die Corona-Krise, die Pandemie inzwischen alles überlagert. Und das hätte man sich eigentlich vor 2 Monaten noch gar nicht vorstellen können, wenn wir uns zurückerinnern, wie die Lage vor 2 Monaten in den Vereinigten Staaten von Amerika war, wo man tatsächlich die Corona-Krise fast wie einen Science-Fiction-Film angeschaut hat, die es ja wirklich gibt und wo im Grunde genommen der Präsident und die Administration einem Glauben machen wollte, dass diese Pandemie die USA nicht betreffen würde und dass sie im wahrscheinlich sogar eine Erfindung der Demokraten sei, um eben die Administration und die jetzige Regierung schlecht zu machen und dass man auch Glauben machen wollte, dass China alles im Griff habe und dass man Xi Jinping voll vertrauen könne in all diesen Fragen. Die Lage hat sich inzwischen total verändert. Die USA sind inzwischen das Zentrum der Krise und der Präsident gibt jeden Abend eine fast 2-stündige Pressekonferenz, die inzwischen, kann man sagen, zu einer grotesken Reality-Show geworden ist.
die wenig mit der Realität der Pandemie zu tun hat und eher zur Disinformation beiträgt als zur Information. Grundthese ist, diese Administration und Donald Trump sind nie angetreten, um Probleme zu lösen. Sie können keine Probleme lösen, sie wollen keine Probleme lösen und deswegen tun sie es auch nicht. Der Präsident genießt die Angst der Bevölkerung, reitet auf der Angst und will genau auf der Angst und auf der Disinformation die Wahl wieder gewinnen. Er wird alles tun, um die Wahl zu gewinnen. Er wird vor nichts zurückschrecken. Und es wird ein ganz harter Wahlkampf werden, der nur nicht offen geführt werden kann, sondern eben indirekt geführt werden wird. Und so sind auch die Proteste zu verstehen, die wir seit einer Woche in den USA erleben. Ich weiß nicht, inwieweit das bekannt ist, deswegen will ich es vielleicht einmal kurz beschreiben. Wir haben ja, wie Sie wissen, wie ihr alle wisst, 50 Staaten in den USA. Und im Grunde genommen ist es jedem Staat überlassen, wie er mit der Krise umgeht, zumal Donald Trump eben auch keine Vorgaben gibt. Und wenn er Vorgaben gibt, diese oft innerhalb von 24 Stunden in das absolute Gegenteil verdreht. Also je nachdem, wie es ihm gerade in seine Kommunikation passt. Donald Trump konzentriert sich selber immer auf den News Circle und auf die Kontrolle der Kommunikation im selben, obwohl ihm diese eben zunehmend entgleitet. Also das ist eben das, was ihn interessiert in der Krise. Nicht die Realität und nicht die Bekämpfung der Krise, sondern wie er die Selbstdarstellung und ja eben das vermeintliche Bild, was er damit zu erzeugen glaubt. Also jeder Staat ist für sich selbst verantwortlich, wie mit dieser Krise umgegangen wird. Und deswegen haben wir, anders als in Deutschland, das ja auch ein föderales System ist, aber eben überhaupt kein einheitliches Vorgehen auf die Krise. Wir haben eben keine einheitliche Einschränkung des öffentlichen Lebens und Reisen innerhalb der USA ist auch nach wie vor möglich. Was im Grunde genommen, wenn man sich vorstellt, was das bedeutet, Wahnsinn ist für die Kontrolle der Pandemie. Und wir haben nach wie vor mehrere Staaten, die überhaupt keine Beschränkung des öffentlichen Lebens haben. Und wir haben erste Staaten, die die Einschränkungen schon wieder aufgehoben haben. Und wir haben eben Staaten wie glücklicherweise Virginia, Maryland und Washington DC, also da, wo Knut Pankhnien und ich leben, die sehr früh, noch vor Deutschland, das öffentliche Leben eingeschränkt haben. Und deswegen haben wir hier auch, wenn man den Zahlen glauben möchte, zumindest relativ geringe Infizierte und auch eine relativ geringe Todesrate, was sicherlich damit zu tun hat, dass die Bewegungsfreiheit und eben auch das öffentliche Leben sehr stark zu einem sehr frühen Zeitpunkt, also Mitte März, eingeschränkt wurden. Und der Gouverneur von Maryland, der ein Republikaner ist und auch Vorsitzender der Gouverneursvereinigung, also der Vereinigung aller Gouverneure, also quasi Ministerpräsidenten, auch sehr hart gegenüber Trump ist. Wir haben inzwischen fast über 800.000, also fast 900.000 Infizierte und wir gehen auf 50.000 Tote zu. Gerade sind die Auswirkungen auf die Wirtschaft, über die wollen wir gleich noch sprechen, aber gerade sind die neuen Arbeitslosenzahlen reingekommen. Wir haben inzwischen 26 Millionen Arbeitslose und das ist ja erst der Anfang, weil eben mit jeder Woche sich die Lage am Arbeitsmarkt verschlimmert und die Wirtschaftskrise natürlich zunehmen wird, weil diejenigen, die arbeitslos werden, dann auch eben ihre Hypotheken, ihre Kreditkarten, Rechnungen und alle anderen Rechnungen nicht mehr bezahlen können, was dann die Krise sukzessive verschärft, sodass die USA nicht nur in eine Rezession, sondern wahrscheinlich sogar eine Depression gehen werden. Und damit können wir dann eben den nächsten Schritt gehen und über den Wahlkampf sprechen oder über die anstehende Wahl. Donald Trump wollte die Wahl im November gewinnen auf dem Ticket der brummenden Wirtschaft. Egal, ob er nun selber dafür verantwortlich ist, er hätte auf jeden Fall
dieses reklamiert. Und dieses ist sicherlich auch bei vielen Wählerinnen und Wählern, die ihn eigentlich nicht besonders schätzen, entscheidend gewesen. So nach dem Motto, naja, ich gehe bald in Rente und mein Aktienpaket soll sicher in den Hafen kommen. Und deswegen bleibe ich bei Donald Trump, weil der Aktienmarkt stimmt. Aber eben der Aktienmarkt stimmt inzwischen auch nicht mehr. Also die Aktienmärkte reagieren auf die Krise. Und wir haben neben der Arbeitsmarktkrise ja auch eine Angebots- und eine, auch eine Konsumkrise. Der Konsum ist zusammengebrochen im März. Es ist so stark gefallen wie seit der Depression in den 30er Jahren nicht mehr. Und die Produktion stagniert nicht nur, sondern fällt auch. Also alles Anzeichen für krisenhaftes, für ein krisenhaftes System. Auf die Strukturen werden wir vielleicht dann noch später eingehen. Also diese Krise verschärft im Grunde genommen eben das dysfunktionale System der USA, was eben durch den Überdrive der letzten 20 Jahre verdeckt wurde und verschärft die Gegensätze. Die Krise betrifft in erster Linie, das ist, zeigen eben auch die verschiedenen Analysen, die wir vorliegen haben, verschärft insbesondere die Situation der unteren Einkommensgruppen massiv und auch die gesundheitspolitischen Konsequenzen sind eben sehr stark abhängig von dem Umfeld, in dem die Bürgerinnen und Bürger leben. Also das heißt, wenn man in einem relativ guten Bezirk wohnt, hat man natürlich auch größere Chancen, soziale oder physische Distanz zu halten, während es in anderen Teilen, Stadtteilen ganz anders aussieht. Also man kann das hier in Washington D.C. auch beobachten oder noch viel stärker natürlich in den Zentren der Pandemie, also New York oder New Orleans oder auch Detroit. Und die unterschiedlichen Herangehensweisen führen eben auch dazu, dass die Auswirkungen der Krise sehr, sehr unterschiedlich sind und sehr davon abhängen, wo man ist. Und es gibt dann eben auch inzwischen einige Hotspots, wie zum Beispiel eben South Dakota. Erstaunlicherweise kommt eben die Pandemie inzwischen, die Pandemie kommt inzwischen auch im ländlichen Raum an. Und in South Dakota, wo sehr viel Schweinefleisch produziert wird und die großen Schlachthöfe des Landes sind, haben wir eben den größten zentrierten Ausbruch der Krise, nämlich genau in einem solchen Schlachthof, wo eben ein Großteil der Beschäftigten in einem solchen Betrieb inzwischen mit dem Virus infiziert ist und der gesamte Betrieb geschlossen wurde, obwohl eben in dem Staat selber es keine Einschränkung des öffentlichen Lebens gibt. Noch ein Ausblick auf Joe Biden und dann eben abschließend eben, wie geht es weiter mit dem Wahlkampf. Die Krise in den USA hat ja auch dazu geführt, dass der Vorwahlkampf der Demokraten ein schnelleres Ende genommen hat als ursprünglich geplant. Ursprünglich hätte die Aufstellung des Kandidaten oder der Kandidatin ja im Juli in einem Parteitag stattfinden sollen. Im März, zu einem Zeitpunkt, als noch nicht ganz klar war, also den meisten Beobachtern und auch den meisten Amerikanern, welche Auswirkungen die Krise haben würde, hat Joe Biden bereits die entscheidenden Vorwahlen gewonnen. Aber dann am 10. März, also am 2. sogenannten kleinen Super Tuesday, den er auch ganz klar gewonnen hat in Michigan, traten das erste Mal die verbleibenden starken Kandidaten Bernie Sanders und Joe Biden in ihren eigenen Home Office, also im Keller ihrer Häuser, auf und gaben eben keine Reden mehr in Veranstaltungshallen, sondern ins für sie wahrscheinlich ungewohnte digitale Off. Und damit zeichnete sich ab, dass Joe Biden der Kandidat werden würde. Bernie Sanders hat dann noch eine Weile gebraucht, um seine Kandidatur zurückzuziehen. Er hat das vor 2 Wochen gemacht und die Demokraten haben sich in einer, in gewisser Weise überraschenden Weise wirklich ganz klar hinter Joe Biden positioniert. Alle
ehemaligen Mitbewerber unterstützen Joe Biden und auch Bernie Sanders bemüht sich redlich und glaubwürdig Joe Biden zu unterstützen und auch seine Unterstützerinnen und Unterstützer zu motivieren, für Joe Biden zu stimmen. Das ist sehr wichtig. Joe Biden hat im Vorwahlkampf sehr gut mobilisiert, obwohl er eine nicht sehr funktionale Kampagne hatte. Er hat in einigen Staaten gewonnen, ohne überhaupt ein Büro vor Ort zu haben, also ohne Wahlkampf. Und das heißt, seine Mobilisierung als Person, weil er bekannt ist und weil er beliebt ist, ist gut, aber eben bisher ja in den eigenen Reihen, um die Wahl im November zu gewinnen, muss er frustrierte Republikaner und vor allen Dingen auch die Unabhängigen für sich gewinnen. Diese Mobilisierung soll jetzt digital erzeugt werden und im Wesentlichen präsentiert er sich selber, wenn er sich selber tritt, sehr, sehr stark digital auf. Ob das durchschlägt, vermag ich nicht abzuschätzen, aber er bemüht sich um einen starken digitalen Auftritt. Aber er versucht eben, sich als der Alternative und als der bessere Präsident darzustellen. Und bisher ist seine Kampagne, die sich jetzt entwickelt, dahingehend ausgelegt, eben Donald Trump als das darzustellen, was er ist, als schlechten Krisenmanager, der die Lage falsch einschätzt, die falschen Entscheidungen trifft und diese Entscheidungen vor allen Dingen ja für den eigenen Vorteil und nicht für das Gemeinwohl fällt. Und es wird ein ganz klar ein Personenwahlkampf werden, wo es darum geht, was für einen Präsidenten wollen die Amerikanerinnen und Amerikaner. Und es wird eine Abstimmung darüber werden, wie der amtierende Präsident die Krise gemanagt haben wird. Die Umfragen, die wir jetzt haben, deuten darauf hin, dass dabei die Einschätzung für Donald Trump negativ ausfällt und dass zurzeit eben Joe Biden ganz klar vorne liegt und vorne nicht nur, also er liegt 7 Prozentpunkte in der letzten Umfrage vorne im Land, aber er liegt auch vorne in den Staaten, die entscheidend sind für die Wahl. Wie ihr alle wisst, ist es entscheidend, dass man einzelne Staaten und die Wahlmännerinnen und Wahlfrauen dort gewinnt. Die entscheidenden Staaten, ich nenne sie nochmal, sie sind wahrscheinlich allen bekannt. Es sind Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Ohio und Florida. Und wahrscheinlich würde man noch einige andere finden. Aber diese 5 sind aus meiner Sicht entscheidend, um die Wahl zu gewinnen. Und zurzeit hat Donald Trump, soweit ich das überblicke, in diesen hat Donald Trump eben das Nachsehen und Joe Biden die Nase vorn. Aber wir wissen alle, 7 Monate sind eine lange Zeit. Es kann viel passieren, aber zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, hat Joe Biden, auch wenn das viele, ich weiß nicht glauben mögen, aber er hat zurzeit gute Chancen, so wie die Situation sich hier entwickelt, die Wahlen im November zu gewinnen. Die Lage in den USA ist politisch extrem angespannt und extrem polarisiert und grundsätzlich kann man sagen, dass die Corona-Krise die sowieso angespannte Lage in den USA extrem verschärft hat und die großen Gegensätze, die wir in diesem Land haben, auch weiter verschärft. Und deswegen wird es für jemanden, der die Präsidentschaft neu übernehmen wird, eine Herkulesaufgabe sein, dieses Land aus der Misere, in der wir jetzt sind, herauszuführen. Als globale Führungsmacht sind die USA derweil ausgefallen. Aber das wäre jetzt ein gesondertes Thema, was wir dann vielleicht im nächsten Seminar machen können. Vielen Dank. Alles klar, vielen Dank, Knut Detlefsen, für diese umfassende politische Einschätzung, Analyse auch mit Blick auf den November. Du hast es angesprochen, die USA sind ein sehr stark föderal geprägtes Land. Jeder Staat reagiert und agiert quasi autonom. Das kann Vor- und Nachteile haben. Wir würden gerne jetzt den Blick nach New York City bringen. Eine Stadt und ein Bundesstaat, der 20.000 Opfer zu beklagen hat.
Die Todesrate von 100 auf 100.000 Einwohner im Verhältnis zu Deutschland, wo wir etwa 6 Todesfälle auf 100.000 Einwohner haben, ist dramatisch höher. Wir haben Bilder gesehen, die erschreckend sind, auch in den deutschen Medien. Und meine Kollegin Luise Rürup ist vor Ort. Und ich würde dich gerne fragen, Luise, wie schätzt du das Krisenmanagement ein? Wie ist die Lage vor Ort? Was machen der Bürgermeister und der Gouverneur des Bundesstaates, die ja auch in den Medien sehr präsent sind? Wie erlebst du die jetzige Situation? Ja, ich melde mich aus dem Homeoffice in New York. Wir haben das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung vor 4 Wochen oder ich glaube schon vor 5 Wochen sozusagen geschlossen und wir sitzen alle in unseren jeweiligen Wohnungen und versuchen die Arbeit aufrechtzuerhalten. Hier in New York ist es sehr, sehr still geworden. Man kann sich das ja sozusagen in vielen Städten nicht gut vorstellen, aber in New York kann man sich das natürlich erst recht nicht vorstellen, wie sich sozusagen diese Form des Lockdowns und des Shutdowns und des Social Distancing sozusagen massiv auswirkt. Es ist sozusagen für die New Yorker in gewisser Weise nicht so besonders, weil die New Yorker sozusagen sich selber als sehr krisenfest und katastrophenerprobt und als sehr widerstandsfähig sozusagen wahrnehmen und vor allem anders als der Rest der USA. Es ist ja schon gesagt worden, wir sind hier besonders stark betroffen. Wir haben immer noch 569 Tote pro Tag. Es ist so, dass sozusagen die 3 Bundesstaaten, New York, New Jersey und Connecticut, sozusagen mehr Fälle verzeichnen als alle anderen 47 Staaten. Und insofern sozusagen ist die Situation hier sehr, sehr bedrohlich und nach wie vor sehr, sehr schwierig, auch wenn sich die Kurve, von Erkrankungen langsam abflacht. Aber man kann wahrscheinlich sagen, dass die Ungleichheit in Zeiten von Corona eine Frage von Leben und Tod ist. Und das ist sozusagen etwas, was sich in dieser Stadt eben besonders stark manifestiert, weil hier einfach die Ungleichheit so extrem stark ist. Das heißt sozusagen, dass die Zahlen eben regional in der Stadt sehr, sehr unterschiedlich sind und vor allen Dingen eben Bronx und Queens, aber teilweise auch Staten Island sehr, sehr stark betroffen ist. Oder sind. Und die Todesraten unter Afroamerikanern und Latinos sind eben doppelt so hoch wie die unter anderen New Yorkern. In der Bronx, deren Bevölkerung zu 85% aus Afroamerikanern und Latinos besteht, ist die Chance auch eben doppelt so hoch an Covid-19 zu sterben als in anderen Vierteln und anderen Teilen von New York. Und wir haben eben sozusagen hier da es damit zu tun, dass Armut und eben Rassismus oder rassistische Diskriminierung eben generell sozusagen auch das Gewebe der Gesellschaft, aber natürlich auch also einzelne Personen sehr stark prägen und insofern sozusagen eben Vorerkrankungen wie Asthma und Diabetes, Herzerkrankungen einfach die den Teil der Bevölkerung sehr stark schwächen. Die Dunkelziffer ist natürlich extrem hoch. Man sagt, dass sozusagen die Zahl derer, die zu Hause sterben, um über 400% angestiegen ist und die werden nicht zu den Opfern gezählt. Auf die Berufsgruppen wollte ich gerne gleich noch eingehen. Man hat das Gefühl, dass man sozusagen jetzt hier bei einem Plateau angekommen ist und dass die Zahl sozusagen derjenigen, die ins Krankenhaus gehen müssen und die beatmet werden müssen, sozusagen dieses Plateau erreicht hat. Aber trotzdem kann man eigentlich davon sprechen, dass wir in New York von 2 New Yorks sprechen müssen, auch wenn das sozusagen regional dann wieder sehr unterschiedlich ist. Aber man kann sagen, dass sozusagen die einen sind ins Homeoffice gegangen und lassen sich die Produkte des täglichen Bedarfs liefern und sind zum großen Teil, in manchen Teilen, wie in dem Teil Manhattans, wo ich lebe, sind bis zu 40% der Menschen sozusagen in ihre Ferienhäuser gezogen und lassen sich dort sozusagen beliefern. Das ist sozusagen der Teil von New York oder von New Yorkern, die eben nicht besonders stark betroffen sind. Und auf der anderen Seite sind sozusagen all diejenigen New Yorker, die ihre Arbeit außerhäuslich nachgehen müssen und sie auch so lange aufrechterhalten müssen, wie es nur irgendwie möglich ist. Das sind diejenigen, die wir sozusagen normalerweise Service Workers nennen. Jetzt heißen sie Essential Workers oder eben Frontline Workers.
Und die Frontline-Workers machen in New York ungefähr 25% der Erwerbstätigen aus, also 1 Million Menschen arbeiten sozusagen als Putzpersonal, als Supermarktangestellte, in den Krankenhäusern, als Boten, aber auch als Fahrer. Und wiederum von diesen sind 79%, also fast 80% Afroamerikaner und Latinos. Und 50% von denen sind nicht in New York oder in den USA geboren. Das heißt, sozusagen gehören noch zu den Migranten. Und wenn man dann nochmal sich die Verteilung anguckt, im Gesundheitsbereich sind das natürlich dann zu einem ganz großen Anteil eben Frauen. Und diese Frauen arbeiten zum Teil auch, also da gibt es große Zahlen für ganz USA, von denen wir vielleicht gleich noch hören, 2 Millionen sozusagen, die in den Pflege oder die sozusagen in Privathaushalten wohnen. Das heißt sozusagen, ist die Gruppe der Menschen, die extrem stark betroffen sind und die sozusagen wenig Unterstützung bekommen haben. Es gibt sozusagen extreme Fälle von Infektionen und auch Toten unter dem medizinischen Personal. In New York sind 1000 Krankenschwestern infiziert und davon sind 11 schon gestorben. Jetzt hat, also an der Stelle zeigt sich dann auch nochmal, dass sozusagen Gewerkschaften extrem wichtig sind. Die Gewerkschaften der Krankenschwestern, also die New York State Association, hat jetzt sozusagen Klage eingereicht wegen unzureichender Ausstattung für die Krankenschwestern. Und einen ähnlichen Fall gibt es auch bei den Mitarbeitern der öffentlichen Nahverkehrsgesellschaft MTA, wo eben auch sozusagen zu 80% oder um die 60% sagen wir, sind sozusagen Menschen, also Afroamerikaner oder Latinos, die dort arbeiten und da diese Erwerbstätigen auch sehr unzureichend geschützt worden sind, sind schon 68 Angestellte gestorben. Und es gab sozusagen, die Gewerkschaft hat sich, oder mehrere Gewerkschaften haben sich sehr stark engagiert und jetzt durchgesetzt, dass zumindest die Familien weiterhin sozusagen krankenversichert sind und dass es sozusagen eine Zahlung von $500,000 pro Familie gibt. Also es zeigt sich an der Stelle nochmal sozusagen, wie wichtig das ist, wenn es eine gewerkschaftliche Vertretung gibt, gerade weil eben der Sozialstaat so schwach ausgestattet ist. Und also im Hinblick auf das Krisenmanagement ist es so, dass der Governor Andrew Cuomo, der seit 2010 in New York Governor ist, sozusagen sehr stark präsent ist, jeden Tag ein sehr, sehr intensiv sozusagen, also seine Pressekonferenzen macht. Diese sind sehr informativ und eben sozusagen eigentlich auch ein Gegenpol zu dem, was das Weiße Haus macht. Und er kriegt sehr viel positives Feedback und wirkt sozusagen wie jemand, der als Macher da sehr stark engagiert ist und eben auch inzwischen sich so stark national bekannt gemacht hat und sozusagen dessen Beliebtheitswerte angestiegen sind, sodass man sich fragt, wäre das nicht auch ein guter demokratischer Kandidat gewesen? Ansonsten ist es ja so, das muss man immer wieder betonen, dass das föderale System in den USA eben einfach ein sehr föderales System ist und sozusagen die Staaten sehr unterschiedlich, so wie Knut das auch schon gesagt hat, auf die Krise reagieren und gleichzeitig sozusagen auch auf die, natürlich mit Washington DC zusammenarbeiten müssen. In New York City sind die Kosten inzwischen so enorm, dass es völlig klar ist, dass diese Stadt das nicht alleine schultern können wird, auch wenn sie eine sehr reiche Stadt ist. Und insofern ist der Bürgermeister Bill de Blasio eben auch sozusagen jetzt sehr stark dabei und sagt, wir brauchen Unterstützung aus New York, aus Washington DC. Hier ist viel gemacht worden. Es gibt sozusagen also Krankenhäuser, die sozusagen zusätzlich eingerichtet worden sind. Die Bilder gab es ja in Deutschland dann auch zu sehen, im Central Park oder auch eben ein Schiff der US Navy, was angelegt hat. Es sind sehr, sehr viele Krankenhausbetten aufgestockt worden und es gibt freiwilliges Personal, auch wiederum vom Militär, also von der Armee und der Marine, sind nach New York gekommen, auch viele Freiwillige, die hier dann in den Krankenhäusern gearbeitet haben. Es gibt nach wie vor sozusagen diese dramatischen Bilder mit den Kühllastern, die also bis zu 80 Kühllaster ersetzen sozusagen die,
die Leichen hallen und stehen bei den Krankenhäusern und es gibt Massengräber, die auf Inseln, auf einer Insel, Heart Island in der Bronx, ausgegraben werden und dafür werden Gefängnisinsassen eingesetzt. Also das sind alles sehr drastische Bilder. Gleichzeitig muss man sich dann auch vor Augen führen, dass es Krankenhäuser gibt, private Kliniken, die zumachen, weil die Nachfrage so gering ist. Es insofern sozusagen einfach diese soziale Spaltung auch da nochmal so deutlich wird, dass die Leistung, die Krankenhäuser erbringen, die viel Geld kosten, werden im Moment nicht nachgefragt. Und insofern ist das auch nochmal sozusagen so ein Zeichen dafür, was das für eine Infrastruktur ist, sozusagen, in der hier gearbeitet wird. Cuomo war ja gerade gestern oder vorgestern in Washington D.C. und hat Donald Trump getroffen und hat dann unter anderem neben vielen anderen Dingen, die dort besprochen worden sind, gesagt, das Militärschiff könne auch wieder abgezogen werden. Es würde in New York nicht weiter gebraucht werden. Also das sind so Zeichen, dass sich hier sozusagen die Dinge etwas entspannen, aber eben nur für einen Teil der Bevölkerung und für andere hält die Krise extrem stark an und das ist sehr problematisch. Es ist auch noch wichtig, vielleicht nochmal in Erinnerung zu rufen, dass die Zivilgesellschaft in New York wie auch generell in den USA extrem wichtig ist und schon sozusagen in der Versorgung mit Lebensmitteln eine große Rolle gespielt hat oder mit Beratungsleistung für sozial schwache oder einkommensschwache Bevölkerungsgruppen. Und aber nach wie vor ist es eben so, dass man sich vor Augen führen muss, wie ungleich die amerikanische Gesellschaft sozusagen von dieser Krise betroffen ist. Für Afroamerikaner ist es nochmal besonders heftig, da ja 91% der Menschen, die sterben, sozusagen zu den Älteren gehören, ist es sozusagen in der Gruppe der Afroamerikaner auch so, dass es einen großen Anteil gibt oder eine große Zahl von, sagen wir mal, eine große Zahl gibt von Menschen, die in der Bürgerrechtsbewegung schon engagiert waren und die sozusagen bis heute wichtige Figuren sind für die schwarze Community und die sozusagen das kulturelle und das politische Gedächtnis und die Identität eigentlich auch sozusagen für den Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung sind. Und von denen sterben eben gerade jetzt auch plötzlich sehr viele an Covid-19. Und das ist sozusagen auch für die amerikanische Gesellschaft ein großer Verlust. Vielleicht belasse ich es erstmal dabei und gerne kann ich nachher auch noch ein bisschen was über die Diskussion im multilateralen Kontext im UN-System sagen. Vielen Dank, Luise Rürup, auch für die sehr vielschichtige Einschätzung, wie die Stadt mit der Krise umgeht, was das für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen bedeutet. In der Überleitung zu unserem dritten Sprecher, Christian Weller, würde ich gerne ein Zitat von Andrew Young voranstellen. Wie ihr wisst, war er früherer demokratischer Präsidentschaftskandidat, ist mittlerweile ausgestiegen, aber weiter als Unternehmer und auch in den Medien dank seines Vorschlags eines Grundeinkommens präsent. Und Andrew hat gesagt, die USA hatten eine Reihe von Vorerkrankungen, die uns verletzlicher gemacht haben. Eine dysfunktionale Regierung, eine polarisierte Medienlandschaft, ein unzureichendes Gesundheitssystem und eine massive finanzielle Unsicherheit. Und auf diese zwei letzten Punkte würde ich Christian gerne bitten, einzugehen. Wie sieht es eigentlich im US-Gesundheitssystem auf der Bundesebene, aber auch in Einzelstaaten aus? Bekommen die USA die Krise in den Griff? Was heißt das sozial auch für den Arbeitsmarkt? Und wie kommen die massiven Hilfspakete, die ja von der Regierung, vom Kongress verabschiedet worden sind, eigentlich bei denen an, die sie tatsächlich brauchen? Und Christian Weller hat auch ein paar Daten in einer Folienpräsentation vorbereitet, die er uns dann zeigen wird. Also wundern Sie sich nicht, wenn er seinen Bildschirm freigibt. Das ist zur besseren Veranschaulichung von Daten. Guten Nachmittag, guten Morgen an die Amerikaner. Danke für die Einladung. Ich bin Professor für Wirtschafts- und Sozialpolitik an der University of Massachusetts in Boston, wo ich auch derzeit bin. Ich bin aber auch Senior Fellow am Center for American Progress in Washington, D.C. So, der wichtigste Punkt, den ich ansprechen würde, der oft unterschätzt wird in Deutschland, ist, dass die Ungleichverteilung in den USA sehr hoch ist, wenn es um die wirtschaftliche Lage geht.
Das hat damit zu tun, dass die private Vorsorge sehr viel stärker betont wird, der Sozialstaat sehr stark in den Hintergrund drückt. Im Augenblick, was dem der generellen, der nationalen Ungleichverteilung überlegt, ist auch eine geografische, die sich sowohl auf auf örtlicher Ebene in New York zum Beispiel abspielt, aber auch zwischen den einzelnen Staaten, ich sage dazu ein paar Zahlen, sowohl zum Arbeitslosenwesen als auch zur Gesundheitsvorsorge. Und die Verantwortung von diesen sozialen Sicherungssystemen liegt häufig auf den Einzelstaaten. Da schießt der Bund da ein bisschen Geld dazu, aber oft nicht genug. Und damit wird die Ungleichverteilung, die vor der Krise schon bestand, auf geografischer und teilweise auch demografischer Ebene verstärkt, obwohl jetzt da Eingriffsmaßnahmen sind. Wir sind also beinahe bei 3 Billionen Dollar, die jetzt in die Wirtschaft eingeschossen werden. Das wird wahrscheinlich nicht reichen. Das kann dazu reichen, dass die Wirtschaft gesamtwirtschaftlich vielleicht stabilisiert wird, aber auf jeden Fall wird die Ungleichgewichtung von Vermögen, von Armut, von Einkommen weiter voranschreiten und damit zusammenhängend auch die mittel- und langfristigen Gesundheitsfolgen sich verstärken. Jetzt wollte ich hier ein paar Zahlen sagen. Wenn wir über Ungleichverteilung in den USA reden, muss man wirklich stark aufpassen. Der erste Gedanke ist immer, naja gut, da gibt es viel Armut. Das Problem der letzten 20 Jahre in den USA ist, dass diese Ungleichverteilung auch die Mittelschicht, was man so als mittlere Einkommen annimmt, auch betroffen hat. Das heißt, die sind immer weiter zurückgefallen, zwar nicht vom Einkommen her, aber von der Gesamtvorsorge. Die sozialen Sicherungssysteme, vor allem auf Landesebene, sind in den letzten 10 Jahren stark zurückgeschnitten worden. Und die privaten Vermögen, weil die Löhne nicht gestiegen sind, sind auch nicht gestiegen. Das heißt, wir gehen jetzt in diese Krise rein, indem wir eine Mittelschicht haben, was man so als Mittelklasse anschaut, die schon von vornherein finanziell und gesundheitlich sehr schwach ist. Wenn Sie sich zum Beispiel die Zahlen anschauen, hier in der Mitte, das sind Einkommenskategorie 2018, Familieneinkommen zwischen 50.000 und 75.000 Dollar. Da kann man zum Beispiel sehen, dass weniger als die Hälfte der Familien in dem Einkommen 3 Monate Ersparnisse in Rücklage haben. Nur 56% können im äußersten Notfall auf 400 Dollar zurückgreifen. Und was machen die Leute, wenn sie kein Geld haben? Zum Beispiel unter dieser Bevölkerungsgruppe sind 29% haben in 2018 sind sie nicht zum Arzt gegangen, obwohl sie krank waren, haben keine Medikamente genommen, die ihnen verschrieben wurden, sind nicht zum Arzt gegangen, zu einer Folgeuntersuchung und so weiter und so fort. Und wenn mal ein Notfall war, ein medizinischer Notfall, ist unter der Bevölkerungsschicht, sind 47% haben im Endeffekt Schulden gehabt für den Arzt, fürs Krankenhaus, wenn mal was passiert ist. Das war zu den guten Zeiten, als unsere Arbeitslosigkeit um die 4% rum war. Sie können sich ja vorstellen, wie das jetzt im Augenblick losgeht, wenn die Leute jetzt Stellen verlieren, das Einkommen sofort runtergeht, die Vermögen angegriffen werden und die sozialen Sicherungssysteme nicht eingreifen. Das Wichtigste bei den Versicherungssystemen, bei den jetzigen Versicherungssystemen, ist die Krankenvorsorge. Die Krankenvorsorge, die Krankheitsvorsorge, die Gesundheitsvorsorge, die Krankenversicherung fallen vor allem auf die privaten Unternehmen. Das heißt also, die Mehrheit der Amerikaner kriegt im Augenblick noch die Krankenkasse, die Krankenvorsorge für ihren Arbeitgeber. Nun haben viele, wie Sie schon gehört haben, Leute ihre Stelle verloren. 26 Millionen Menschen haben in den letzten 5 Wochen Neuanträge auf Arbeitslosenversicherung gestellt. Wenn die ihre Stelle verlieren, verlieren sie auch ihre Gesundheitsvorsorge. Das Auffangbecken für diese Menschen ist entweder gar nichts oder das sogenannte Medicaid-Programm, das oft beschrieben wird, aber das stimmt so nicht ganz, als das Gesundheitsprogramm für die Armen. Da können auch Mittelklasse, also Leute mit relativ niedrigen Einkommen, die aber nicht als arm eingestuft werden in den USA, Krankenversicherung kriegen. Das Programm wird verwaltet und getragen, verwaltet auf Landesebene. Die Kosten dafür sind aber zwischen dem Bund und den Einzelstaaten geteilt. Auf dieser Grafik sehen Sie den Anteil des Bundes, der liegt zwischen mindestens 50% bis 78%. Je ärmer der Staat ist, desto mehr Geld anteilig kriegt er vom Bund. Aber selbst in einem relativ armen Staat wie Mississippi, hier unten neben Louisiana, muss der Einzelstaat beinahe 30% dazu schießen, der Gesamtkosten.
Die Gesamtkosten steigen natürlich jetzt wahnsinnig, weil viele Leute jetzt Anträge stellen und auf Medicaid kommen. Das ist also, sobald ihre Einkommen runtergehen, können sie sich da antragen und dann ist das eine Krankenversicherung, für die sie zuschießen müssen. Das ist sehr wichtig im Augenblick. Der Bund hat wir haben inzwischen 4 Rettungspakete gehabt. Das erste Rettungspaket war so ein kleines, das für Behandlungsmethoden ausgegeben wurde. Das zweite, Family First, von dem wir nicht genau wissen, wie groß es ist. Das wurde direkt dahin gegeben, um dem Staaten, den Einzelstaaten, den Anteil des Bundes, den Einzelstaaten finanzielle Hilfe zu geben bei der Bezahlung dieser Krankenversicherung. Der Anteil des Bundes stieg in allen Staaten um 6,2 Prozentpunkte. Das heißt also, wenn Sie 50% für Ihre Kosten gekriegt haben vom Staat, kriegen Sie jetzt 56,2%. Das heißt, in so einem Staat wie Massachusetts oder ähnlichen müssen Sie im Endeffekt immer noch 40% der Gesamtkosten dieses Medicaid-Programmes als Einzelstaat aufbringen. Das ist natürlich ein Wahnsinnsdruck auf die Staatskasse. Und um das Geld zu kriegen, müssen Sie die Leistungen weiter beibehalten. Sie dürfen niemanden rausschmeißen, Sie können keine Leistungskürzungen haben, Sie können keine Leistungsabsagen bis zum Jahresende. Das ist wichtig, das hilft auch, aber das macht natürlich einen Wahnsinnsdruck auf die Länder. Und die Länder haben im dritten Rettungspaket insgesamt alle Bundesstaaten selber haben $150 Milliarden extra gekriegt, aber das reicht auf keinen Fall. Die einzelnen Staaten, die Gouverneure haben geschätzt, dass sie mindestens nochmal $500 Milliarden brauchen. Die Hoffnung ist, dass da noch ein neues Rettungspaket kommt, dass eben die Löcher in den Staatshaushalten auf Einzelstaatsebene gefüllt werden. Aber, wie gesagt, der wichtigste Druckpunkt im Augenblick in den Einzelstaaten ist im Augenblick die Gesundheitsvorsorge, die Krankenkassen, die Medicaid. Der zweite Druckpunkt ist die Arbeitslosenversicherung. Ich zeige dazu ein paar Zahlen. Bei der Arbeitslosenversicherung muss man dazu sagen, dass die Mehrheit derjenigen vor der Krise, die Mehrheit derjenigen, die arbeitslos werden, keine Arbeitslosenversicherungsansprüche haben. Entweder waren sie zu kurz beschäftigt oder ihre Einkommen waren zu niedrig oder sie waren zu lange arbeitslos. Die Arbeitslosenleistungen laufen normalerweise nach 26 Wochen aus. Das heißt also, sie haben jetzt schon mal ein Problem von vornherein, dass der Kreis derjenigen, das ist häufig die Mehrheit der Arbeitslosen, kriegen keine Arbeitslosenversicherung in den USA. Das heißt also jetzt, die Krise fängt an. Sie haben 26 Millionen neue Menschen, die arbeitslos werden. Die Mehrheit von denen unter normalen Umständen würde keine Arbeitslosenversicherung kriegen. Das heißt also, der erste Schritt war, möglichst vielen diese Arbeitslosen, die Arbeitslosenversicherungsleistungen zu bieten, die sonst keine kriegen würden. Das zweite war, viele, die dann länger arbeitslos sind, den laufen die Leistungen aus, wie gesagt, nach 26 Wochen. Das heißt, der zweite Schritt war dann, die Leistungen zu verlängern, und zwar in dem CARES Act um 13 Wochen. Und der dritte Schritt ist, die Leistung anzuheben. Und die Leistungen schwanken ganz stark von Einzelstaat zu Einzelstaat. Knut Detlefsen hat schon Florida angesprochen. Und hier, Florida ist wirklich das Schlusslicht, wenn es um Arbeitslosenversicherung geht. Und zwar in aller Hinsicht. Der Arbeitslose, die maximale wöchentliche Arbeitslosenleistung liegt bei $275 pro Woche. Das ist ein bisschen über dem, was Mississippi, Alabama und Louisiana leisten, aber nicht viel. Die maximale Zahl ist auch runtergeschritten, liegt bei 12 Wochen. Das heißt, und Florida hat unter den republikanischen Gouverneuren der letzten Jahre so stark die administrative Kapazität zurückgefahren, dass sie die überwiegende Mehrheit der jetzigen Neuanträge gar nicht verwalten können. Das heißt also, die meisten, die jetzt sich um Neuanträge gestohlen haben, kriegen keine Arbeitslosenversicherung, weil der Staat das nicht handhaben kann. Das heißt also, sie haben eine katastrophale Situation in einem Staat wie Florida, wo die Arbeitslosenquote relativ schnell nach oben geschossen ist, weil sie einen Staat haben, der stark von Tourismus abhängig ist. Disney World ist zu. Die Touristen kommen nicht mehr mit den Kreuzfahrtschiffen nach Miami und so weiter und so fort. Die Sozialleistungen sind sehr niedrig. Der Staat hat kein Geld. Und das ist so ein Druckmittel, das dazu führt, dass der Gouverneur zum Beispiel jetzt da schon wieder angefangen hat, die Strände aufzumachen, die Social Distancing zu begrenzen und zurückzufahren. Aber das ist natürlich, kann man verstehen, den Menschen geht es im Augenblick sehr dreckig finanziell, auch
bei Auswirkungen des Sozialstaats, Ausweitung des Sozialstaates, vor allem der Arbeitslosenversicherung und der Krankenversicherung, weil eben so ein Staat wie Florida die administrative Kapazität einfach nicht hat, die neuen Leistungen, die jetzt vom Bund bezahlt werden, an die Menschen zu liefern. Jetzt wollte ich noch kurz dazu sagen, also das eine, was wir wissen, ist, dass im Augenblick die, egal wie die Krise im Endeffekt ausweiten wird, die Ungleichverteilung der Vermögen, der Einkommen, der wirtschaftlichen Situation sehr viel stärker aussteigen wird. Die große Angst ist, dass Staaten wie Florida, Staaten wie South Carolina, konservativ regierte Staaten, auf eine bestimmte Wählerschicht schielen, das heißt den abschwachenden Mittelstand, vor allem Weiße, ohne College-Abschluss, die ich am Anfang gezeigt habe, und dabei im Prinzip die schwarze Minderheit, die Latinos, unter den Teppich kehren, auf zur Seite schieben. Jetzt muss man dazu sagen, gerade unter den schwarzen Amerikanern und Afroamerikanern ist die gesundheitliche Lage, wie Frau Rürup schon gesagt hat, sehr verfahren. Das hat lange historische Gründe, die häufig haben die damit zu tun, dass zum Beispiel Afroamerikaner in sehr viel schlechter versorgten Wohngegenden wohnen, wo viel Umweltverschmutzung ist, wo viel weniger Krankenhäuser sind, wo viel weniger gute Restaurants, Supermärkte sind, die gesundes Essen verkaufen und so weiter und so fort. Das führt natürlich zu einer Basissituation, wo die Gesundheitslage schon mal sehr viel schlechter ist und sehr viel schwächer ist. Dann kommt dazu, dass wir in den letzten 10 Jahren eine Fusionswelle unter den Krankenhäusern gehabt haben, ein Schließen von Krankenhäusern, die vor allem überdurchschnittlich in schwarzen Gegenden, in afroamerikanischen Gegenden geschlossen wurden. Das heißt, die gesundheitliche Vorsorge, wenn sie krank werden, und wie Frau Rührer schon gesagt hat, also die Chance, dass jemand, ein Afroamerikaner, krank wird, ist sehr viel höher als die eines Weißen. Wenn der dann krank wird, ist es auch sehr, oder die krank wird, ist es sehr viel schwieriger, zum Arzt zu gehen. Und wenn die dann zum Arzt gehen, ist dann auch noch dazu, kommt noch dazu das Problem, dass die finanziellen Leistungen, die jemanden selbst aufbringen muss, unter Afroamerikanern sehr viel höher ist als unter Weißen, weil sie sehr viel schlechtere Krankenversicherung haben und damit im Prinzip in so eine Zwickmühle kommen, bleibe ich zu Hause und halte so lange wie möglich aus, um Riesenschulden nachher zu vermeiden, die es mir schwieriger machen, dann wieder in den Arbeitsmarkt reinzukommen. Insofern muss man sagen, also die große Angst ist, dass die Staaten, die im Augenblick voranpreschen, wie zum Beispiel jetzt Florida, Georgia, South Carolina, die große Minderheiten haben. Die haben großen Anteil an Afroamerikanern und Latinos, die sie aber ignorieren, um ihre Stammwähler, diese weiße Mittelschicht, diese weiße, finanziell relativ schwache Mittelschicht zufrieden zu halten und wieder zur Arbeit zurückzubringen. Das macht natürlich diese Polarisierung, die überschneidet mit die wirtschaftliche Polarisierung und die gesundheitliche, die überschneiden sich und schaffen eine unglaubliche politische Situation im Augenblick. Und da ist es nicht so ganz klar, muss ich ehrlich sagen, wie sich das im Endeffekt rausspielen wird. Aber im Augenblick sieht es wirklich ganz klar so aus, dass von den Einzelregierungen, von den Gouverneuren, ihre Stammwähler bevorzugt werden zum Nachteil derjenigen, die am meisten unter der Krise derzeit leiden.